ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, das ist ein Wahl, das ist ein Saal, schau ins Regal, Steven Seagal, ist mir egal, ist mir egal, diese Lied scheiße, ist mir egal. Nach dieser grandiosen musikalischen Darbietung geht's jetzt los mit den B-News, und zwar mit einem Thema, das wirklich uns alle betrifft. Das hatte ich ja noch nie. Ich habe das erste Thema vergessen, bevor die News losgegangen ist. Wartet ganz kurz. Ey, worüber wollte ich überhaupt reden? Ah! Fang am besten nicht nochmal an, dann wisst ihr wenigstens, wie müde ich heute bin. Michelle Phan, vielleicht kennt ihr die ja, ich kannte sie jedenfalls nicht. Das wird wahrscheinlich den meisten Jungs so gehen, denn sie ist eine von den vielen, vielen Frauen, die auf YouTube ihr Geld mit Schminkvideos machen. Wobei der Verdienst natürlich nicht bei jedem ist, aber Michelle Phan hat seit 2007, seit sie das erste Video hochgeladen hat, rund 7 Millionen Abonnenten angesammelt und mittlerweile 1 Milliarde Klicks damit gesammelt. Also die hat ordentlich Kohle damit gescheffelt, unter anderem auch mit Videos, wo sie Musik verwendet hat, die urheberrechtlich geschützt ist. Und das ist ihr jetzt zum Verhängnis geworden, denn sie wurde letzte Woche verklagt. Ultra Records, die unter anderem Cascade oder Deadmau5 oder Calvin Harris, also bevorzugt so Elektro-Acts, gesichert haben. Die haben gesagt, dass sie rund 50 Verstöße auf dem Kanal von Michelle Phan gefunden haben, wo sie halt in ihren Videos Musik von diesen Acts verwendet hat. Angeblich haben sie Michelle wohl mehrfach darauf hingewiesen, dass es da Urheberrechtsverletzungen gäbe. Michelle habe aber wohl weitergemacht, und deswegen reicht es ihnen jetzt, sie verklagen Michelle jetzt. Und zwar wollen sie $150.000 für jedes Video, in dem Michelle Musik verwendet hat. Das sind zusammengerechnet bei 50 Videos also $7.5 Millionen, also ein bisschen mehr als ein Taschengeld, wobei Michelle die vielleicht auch haben könnte, denn man munkelt, dass sie letztes Jahr allein mit den Product Placements, mit ihrem Kanal und mit anderen Dingen, denn die ist in Amerika tatsächlich eine der größeren YouTube-Stars, rund $5 Millionen Einnahmen gescheffelt hat. Nun entwickelt sich darüber hinaus natürlich wieder mal eine Debatte. Es gibt die einen, die hinter Ultra Records stehen und sagen, das ist urheberrechtlich geschütztes Material, das kann die nicht einfach verwenden. Schließlich verdient sie mit ihren Videos ja auch massiv Geld. Und dann gibt es die andere Seite, zu denen überraschenderweise tatsächlich auch die Musik-Acts gehören. Cascade zum Beispiel hat sich über Twitter zu Wort gemeldet und meinte, dass er die Videos richtig gut findet. Er sagt tatsächlich, sie macht ja eigentlich auch Werbung für ihn und seine Musik. Und Michelle Phan hat in ihren Videos bzw. in der Videobeschreibung auch immer dazu aufgerufen, die Musik der Acts zu kaufen. Ich persönlich stehe da eher auf der Seite von Michelle Phan, weil ich halt schon glaube, dass es so eine gewisse künstlerische Vision hat. Ich glaube, ein richtig gutes Lied kann durch einen richtig großen YouTuber richtig erfolgreich werden. Von daher, ich weiß nicht, also schreibt mir mal eure Meinung dazu. Ist, glaube ich, ein spannendes Thema, ein schmaler Grat, auf dem die Dame sich da auch befindet. Und ich bin mal gespannt, was das auch für Auswirkungen auf YouTube hat. Ob da mehr Klagen jetzt folgen oder was das für eine Zukunft bedeuten könnte. Beim letzten Thema werdet ihr euch jetzt denken, wieso liest der Hein eigentlich die Bild? Aber bei diesem Artikel muss ich das einfach mal machen. Denn der ist nicht nur absurd, sondern auch lustig. Es geht um Nazis und den wohl ehrbarsten Bürger Deutschlands, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Er heißt, warte, ich guck mal nach, ich habe den Artikel nämlich hier komplett aufgeschrieben, Daniel Kmetsch. Dieser Daniel Kmetsch hat sich bei Amazon das Spiel Turning Point Fall of Liberty bestellt. Und zwar die englische Version, und die kam dann an und er war geschockt. Ich möchte es mit den Worten der Bild vortragen. Nazi-Skandal bei Amazon. Der Internetriese verkaufte ein Ballerspiel mit Hakenkreuzen. Daniel Kmetsch entdeckte den Skandal. Der Meißner bestellte sich im Juni die englische Version des Spiels Turning Point. Auf der Rückseite der Spielehülle entdeckte er 3 Hakenkreuze. Kmetsch dazu: Das ging mir zu weit. Ich habe mich sofort bei Amazon beschwert. Das war aber nicht genug für Kmetsch. Er zeigte Amazon wegen der Verbreitung verfassungswidriger Symbole an. Kmetsch dazu: Ich kann nicht glauben, dass bei Amazon im Vorfeld niemand etwas davon bemerkt haben will. Das Nazi-Spiel wurde sofort von der Polizei sichergestellt. Ich möchte ganz kurz nachspielen, wie das bestimmt abgelaufen ist. Oh, endlich mein neues Spiel, Turning Point. Was ist das denn?
da sind ja Nazi-Symbole drauf. Auf einem Spiel, in dem es um Nazis geht, das hätte ich nie erwartet. Dabei habe ich die extra die englische Version importieren lassen, damit ich nicht die geschnittene deutsche Version spielen muss. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass Amazon nicht jedes Spiel vorher erstmal durchspielt. Da werde ich mich jetzt aber sofort bei der Polizei, bei der Bild, bei meiner Mutter und bei dem Hamster meiner Mutter beschweren gehen. So nicht anders wird es gewesen sein. Nicht wenige haben unter dem Artikel auch vermutet, dass es da möglicherweise um eine persönliche Agenda geht. Vielleicht hat der Herr noch eine Rechnung mit Amazon offen. Anders kann ich mir so viel Dummheit und Dreistigkeit eigentlich nicht erklären. Kleine Randnotiz, es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Spiel Turning Point Fall of Liberty für Ärger sorgt. 2007 hatte das Magazin PC Powerplay nämlich das Problem, dass sie einen Trailer zu diesem Spiel auf die Heft-DVD gepackt haben, in dem aber leider Hakenkreuz-Symbole drin vorkamen. Das heißt, das ganze Heft musste eingestampft werden, die ganze Auflage wurde vom Markt genommen und damit war die PC Powerplay auch Geschichte. Das konnte sich der Verlag nicht leisten, es gab massive Verluste, leider ist dadurch das Ding eingegangen. Und ich habe mich damals schon gefragt, muss denn das sein? Ich kann ehrlich gesagt immer noch nicht verstehen, warum Spiele nicht als Kunstform angesehen werden, in der das ja erlaubt ist, Hakenkreuze zum Beispiel zu zeigen. Im Fernsehen, in Filmen, da geht das ja, in Spielen aber eben noch nicht. Deswegen kann ich da nicht nachvollziehen, warum in Spielen immer noch zensiert werden muss. Es ist immer noch irgendwie verankert in den Köpfen vieler Leute. Ich glaube aber, dass die nachwachsende Generation einfach mittlerweile aufgeklärt genug sein sollte, um zu wissen, dass ein Hakenkreuz irgendwo in einem Videospiel nicht gleich für rechte Propaganda sorgt. Wie seht ihr das? Glaubt ihr nicht auch, dass das langsam mal abgeschafft werden sollte? Oder sagt ihr, das sind verfassungswidrige Symbole, die gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit, eigentlich auch nicht in Filme und schon mal gar nicht in YouTube-Videos, ihr Sikaienschweine. Da habe ich vorhin tatsächlich die Endcard vergessen. Gab aber eh nicht viel zu sagen, außer vielleicht, dass ich die Game News wahrscheinlich 2-3 Wochen pausieren werde. Ich würde mir nämlich gerne noch so ein paar Gedanken machen, was ich denn da jetzt ändere. Oder soll ich vielleicht gar nichts ändern? Das könnt ihr ja mitentscheiden. Also sagt einfach mal, soll ich es so lassen, wie es früher war und auch bei High Five, oder hättet ihr vielleicht gerne neue Sachen da drin? Ansonsten habe ich diese Woche Geburtstag und das heißt, dass ich Mitte der Woche wahrscheinlich zu nichts mehr fähig bin, auch nicht zu Videos. Von daher, es kommt auf jeden Fall was, aber wann? Ja, das steht in den Sternen. Ganz sicher, aber nächste Woche Samstag, DB News oder ein Ersatzvideo. Bis dann, tschüss.